Reetz in Schleswig-Holstein. Ein Mädchen geht mit seinen Hunden durch einen Park. Wie aus dem Nichts wird die 13-Jährige angegriffen, ins Gebüsch gezerrt und umgebracht. Wer hat Merle S. im August 1982 getötet? Und warum? Die Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY ungelöst hat damals viele Menschen erschüttert. Der Journalist Ralf Döbele ist Kriminalitätsexperte und blickt noch einmal auf den Fall zurück. Es ist nicht besonders üblich, dass es beim Tötungsdelikt zahlreiche Zeugen gibt. In diesem Fall aber schon. Der Täter war wirklich von zahlreichen Personen noch gesehen worden. Im Sommer 1982 lebt die 13-jährige Merle S. in der Kleinstadt Preetz. Sie lebte mit ihrer Familie hier am Rande eines größeren Parks. Sie wuchs recht behütet auf mit ihren Geschwistern. Sie war sehr aktiv und sportbegeistert. Am Nachmittag des 29. August 1982 besucht Merle S. ihre Großmutter, die ebenfalls in Preetz wohnt. Gegen 17.30 Uhr bricht sie mit ihren beiden Hunden von dort aus auf. Bis nach Hause hat sie etwa eine halbe Stunde Fußweg vor sich. Er führt sie durch die Wehrberganlagen, ein Naherholungsgebiet in Preetz. Dabei wurde sie auch von mehreren Bekannten noch gesehen. Eine Bekannte unterhielt sich auch längere Zeit mit ihr, fragte sie, wie es denn so sei mit den beiden Hunden. Es stellte sich dann heraus, dass diese Frau die letzte Person war, die mit Merle gesprochen hatte. Um kurz vor 18 Uhr ist Merle gerade einmal noch 150 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Eine Freundin wartet dort bereits auf sie. Doch Merle wird nicht mehr ankommen. Ein junger Mann lauerte im Gebüsch und fiel schließlich über das Mädchen her. Er stach 27 Mal auf sie ein, nachdem er sie ins Gebüsch gezerrt hatte. Die beiden Jagdhunde waren ebenfalls von dem Angriff komplett überrascht. Der jüngere, unerfahrenere Hund blieb am Tatort zurück, wanderte umher. Der ältere Hund lief nach Hause, wurde dort aber zunächst nicht bemerkt. Merles Freundin hört noch die Schreie, kann sie zunächst aber nicht zuordnen. Eine Radfahrerin wird zu einer wichtigen Zeugin. Sie sieht einen jungen Mann, der aus dem Gebüsch kommt und ein Damenrad schiebt. Diesen Mann sieht kurz darauf auch Merles Freundin, die immer noch vor dem Haus der Familie S. steht. Sie bemerkt den Unbekannten, der mit dem Rad an ihr vorbeifährt und seine blutige Hand in der Hosentasche verbirgt. Gemeinsam mit ihrem Bruder geht die Freundin in den Park, in den Bereich, aus dem die Schreie kamen. In einem Gebüsch finden die Geschwister das tote Mädchen. Kurz nach dem Verbrechen veranlasste die Polizei eine Ringfahndung, denn man musste davon ausgehen, dass der Täter noch mit seinem Fahrrad unterwegs war. So wurde er allerdings nicht gefunden. Die Kripo konnte dennoch aufgrund von Zeugenaussagen den mutmaßlichen Fahrtweg des Täters rekonstruieren. Und es stand fest, dass er an diesem Tag entlang der B76 in Richtung Lübeck an zahllosen Autofahrern vorbeigefahren sein musste, denn es war Sonntag, später Nachmittag, es war Ausflugswetter und der Verkehr auf dieser Strecke kam fast zum Erliegen. Immerhin kann die Polizei recht bald nach dem Mord an Merle einen Mann festnehmen, der für das Verbrechen in den Wehrberganlagen in Frage kommt. Doch kurz darauf stellt sich heraus, dass er mit der Tat nichts zu tun hat. Der Mord an Merle S. aus Preetz bleibt weiter ungeklärt. Und für die Angehörigen kommt es noch schlimmer. Anfang 1983 wurde die Familie des Opfers mit anonymen Anrufen terrorisiert, muss man schon sagen. Ein unbekannter Mann meldete sich immer wieder bei der Familie. Die Kripo zeichnete die Stimme dieses Anrufers auf und über den Sonderansagedienst der Bundespost konnten Bürger sich diese Stimme anhören und dann auch entsprechende Hinweise geben. Das wurde auch reichlich getan. Also 250.000 Mal wurde diese Stimme angehört und letztendlich führte das zur Ermittlung eines 15 Jahre alten Schülers. Der hatte sich einen bösen Scherz erlaubt. Nachdem die Ermittlungen ins Stocken geraten sind, geht die Kripo Kiel im Jahr 1983 auf die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst zu. In der Sendung wird auch ein Phantombild des Täters gezeigt. Zwischen 15 und 22 Jahre alt, 1,75 groß und kräftig, mittelblondes, strähniges Haar.
Aus der Tatsache, dass er das Fahrrad auf der linken Seite geschoben hat, könnte man den Schluss ziehen, dass er Linkshänder ist. Durch sichergestellte Sohlenabdrücke am Tatort kennt die Polizei außerdem die Schuhe, die der Täter getragen hat. Marke Hummel, Größe 42 bis 44. Die Kripo Kiel sucht in der Sendung nach weiteren Autofahrern, die den Täter auf seiner Flucht gesehen haben könnten. Nach den Ermittlungen der Polizei muss der Täter an der stehenden Autoschlange entlang gefahren sein. Vorbei an vielen Zeugen, die bis heute noch nicht einmal wissen, dass sie vielleicht wichtige Beobachtungen gemacht haben. Doch auch die Ausstrahlung des Beitrags im ZDF führt nicht zur Ergreifung des Mörders. Knapp 2 Jahre nach dem Verbrechen gab es immer noch keine Spur vom Täter. So beschloss man bei der Kripo Kiel, eine neue Sonderkommission einzurichten, die nochmal alle Spuren, die ganzen Akten nochmal von vorne bis hinten durcharbeiten sollte. Dies geschah dann auch. Zusätzlich dazu, zu diesen bis zu 1200 Hinweisen, die bereits eingegangen waren, gingen nun auch wieder neue Hinweise ein. So kommt die Polizei auf die Spur von Andreas L., der damals selbst in Preetz lebte. Andreas L. war zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt. Er bewegte sich damals im Obdachlosenmilieu von Preetz. Er war auch bereits kurz nach dem Mord ins Visier der Ermittler geraten, weil es einen anonymen Hinweis auf ihn gegeben hatte. Damals konnte allerdings kein Tatverdacht erhärtet werden. Im Zuge der neuen Ermittlungen und der neuen Sonderkommission gab es nun neue Hinweise auf ihn. Es wurde berichtet, dass er sich unmittelbar nach der Tat verstört verhalten habe, dass er in der Stadt gesehen wurde, dass er sehr auffällig war. Nach und nach wurden immer mehr Verdachtsmomente zusammengetragen, sodass er schließlich festgenommen werden konnte. Der mutmaßliche Mörder von Merle S. legt bei der Polizei ein Geständnis ab. Er schilderte die Tat sehr detailreich, auch bei einer Tatortbegehung mit den Beamten zeigte er recht genau, wie er Merle S. getötet haben wollte. Andreas L. sagte der Kripo gegenüber aus, dass er Merle S. bereits seit längerer Zeit vom Sehen her gekannt haben wollte. Er sei fasziniert gewesen von der schönen Arzttochter, hatte sich aber nie getraut, sie anzusprechen, bis zu jenem verhängnisvollen Sonntag. Da sagte er, er habe sie angesprochen. Merle habe ihn recht kurz abgewiesen, relativ brüsk. Im Laufe des Tages wuchs dann der Zorn in ihm, sodass er schließlich beschloss, in der Nähe des Elternhauses auf sie aufzulauern und sie schließlich zu töten. Im Mai 1985 beginnt vor dem Landgericht Kiel der Prozess gegen Andreas L. Im Zuge dessen zog er sein früheres Geständnis wieder zurück, sagte nun, er hätte das nur aus Angst vor der Polizei gestanden. Die Richter glaubten ihm das letztendlich aber nicht. Er hatte einfach zu viel Täterwissen und zu viel Details im Rahmen des Geständnisses offenbart. Und dieses Geständnis war dann auch die wichtigste Grundlage für seine spätere Verurteilung. Im Juni 1985 fällt das Urteil gegen den Mann. 10 Jahre Haft wegen Mordes aus niederen Beweggründen. Doch die Verteidigung geht in Revision. Und der Fall wurde an den Bundesgerichtshof überwiesen. Dort kam es zu einem neuen Verfahren und hier wurde festgestellt, dass die niederen Beweggründe nicht haltbar seien. Deshalb wurde Andreas L. dann zu 9 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Andreas L. saß diese Haft vollständig ab. Inzwischen ist er verstorben. Der Mord an Merle S. 2 Jahre dauerte es, bis er geklärt werden konnte.